Hallo, herzlich willkommen zum neuen Vlog. Oh, draußen ist laut. Aber ernsthaft, ich kann die Fenster nicht zumachen. Es ist viel zu warm in der Wohnung. Wir haben so ein bisschen falsches Lüftungsverhalten an den Tag gelegt. Und die Wohnung hat sich so aufgeheizt und ja, draußen ist kühler als drin. Deswegen sind die Fenster offen. Genau, ich war gerade einkaufen bei Edeka. Vielleicht habt ihr mich schon Sport machen sehen. Ich habe gerudert. Das ist ja meine neue Rudermaschine, die wir gerade abgeholt haben von nebenan.de. Und die ist perfekt. Also sie ist auch so leise, dass man so richtig gut ein Filmchen gucken kann. Nebenbei, ne? Auf Fernseher oder Handy. Ist wirklich optimal. Ja, wir müssen heute mit der Kamera filmen. Ich bin gerade reingekommen, ich bin noch ein bisschen außer Atem. Weil Ozok sein zweites Food-Review drehen möchte. Von Berlins schärfster Currybude. Und ja, da hat er die GoPro hat er mitgenommen. Die nicht, weil mit zwei Kameras, wenn man alleine das machen muss, das ist viel zu aufwendig. Und ich wollte euch jetzt aber ein Edeka-Haul geben. Wir haben einmal Papa Joe's Knorfelsoße. 300 Milliliter mit Wasser, Rapsöl, Süßmolkenpulver, Branntweinessig, Knoblauchstärke, Zucker, Salz und Verdickungsmittel. Und Zitronensaft konzentriert. Also es ist wirklich alles drin. Und die kostet eigentlich 1,89, gab es jetzt zum halben Preis oder 1,99 für 99 Cent. Und ja, Ozok wollte gerne die Knoblauchsorte haben. Dann habe ich gesehen eine Avocado. Die war bei 66 Cent beim Edeka und dafür habe ich sie mitgenommen. Und man kann hier immer diesen Schniepel abmachen. Und wenn es dann so grün ist, also es geht definitiv grüner, dann ist sie perfekt essbereit und ja, die kann jetzt noch ein, zwei Tage liegen und dann ist sie auch perfekt. Ich habe aber auch noch eine ältere im Kühlschrank, deswegen das ist, ja, aber für 66 Cent, ja. Und dann, es gibt hier jetzt wieder Kirschen, die sind ja alle noch aus der Türkei. Aber ich habe schon welche für 79 Cent pro 100 Gramm gekauft und das 79 Cent ist meistens so der Preis. Aber bei Edeka waren sie im Angebot und ja, 700 Gramm oder so. Kann gleich auf den Einkaufszettel gucken. Super lecker. Ich habe die schon versucht zu, entsaften? Nee, Melonenkerne habe ich mit reingeworfen, weil mir das irgendwann zu anstrengend war, die rauszupolen. Da habe ich, glaube ich, die Kerne entfernt, weil das ist doch ein bisschen krass für den Entsafter, glaube ich. ja, aber Kirschen mag ich auch voll gerne zum Rohsnacken. Und ich denke, ich werde mir den ganzen Tag über ein bisschen Kirschen gönnen. Und es ist so viel, dass Ozok auf jeden Fall auch was abhaben kann. Ja, das war mein kleiner Edeka-Haul. Und ich war beim Arzt tatsächlich, Leute. Ich war beim Arzt. So, nee, dafür setze ich mich dann mal hin. Boah, draußen ist aber auch Kinderkrieg, ne? So hört sich es an. So, kommt mal runter hier. Ja, also ich war tatsächlich beim Arzt. Und zwar wegen den angesprochenen Dingen. Einmal wegen Migräne und einmal Verdacht auf Histamin. Und ich wollte es jetzt mal ärztlich abklären lassen, ob das Kopfschmerzen sind oder Migräne, weil Migräne, also Kopfschmerztabletten helfen da nicht und mir ist auch schlecht. Also ich musste mich auch schon einmal übergeben und das spricht theoretisch schon für Migräne, aber ihr wisst schon, wenn man seine Symptome selber googelt, dann haben wir alle Krebs und sterben bald. Deswegen möchte ich das auf jeden Fall ärztlich abklären lassen. Und es gibt ja Migräne-Tabletten, damit ich nicht die ganze Nacht leide. So, und jetzt habe ich mich endlich aufgerafft, mal zum Arzt zu gehen. Okay, also der liegt auf dem Weg zum Edeka, ja, genau bei der Hälfte, das ist wirklich sehr nah dran hier, der Arzt. Und der nächste freie Termin ist der 27.07. Ja, und dann habe ich mit ihr so ein bisschen rumdiskutiert. Ich habe gesagt, ich bin extra vorbeigelaufen, weil ihr wisst, telefonisch und Ärzte, ne, geht lieber vorbei, statt 30 Mal anzurufen und dann gehen sie immer noch nicht ans Telefon. Und musste ich trotzdem ein bisschen warten und anstehen und... Ja, bin extra nicht auf den Montag hingegangen, weil ich weiß ja, am Montag sind die Ärzte immer voll und auch nicht zum Monatsanfang, sondern jetzt schön mittig, aber es war wirklich proppevoll. Die hatten letzte Woche Urlaub, wusste ich aber gar nicht und deswegen sind die Leute halt alle da. Alles voll.
Und nee, Termine ist wirklich ganz schwierig. Und im August sind sie dann wieder weg. Für 4 Wochen schließt der Arzt. Ich weiß von gar nichts, ja. Und deswegen gibt es auch im diesem Monat gar keine Termine mehr. Und im Juli ist wirklich ganz knapp bemessen. Und ja, ich habe gesagt, ja, theoretisch kein Problem. Also ich habe jetzt so lange auch gewartet, ne, mit zum Arzt zu gehen, dass es jetzt auf 1 oder 2 Monate auch nicht mehr ankommt. Und ich denke, hier auch so Dr. Lipp oder so, die helfen einem ja auch beim Termine machen. Da würde ich bei einem anderen Hausarzt bestimmt, würde es irgendwie schneller gehen, ne? Und dann habe ich aber mit ihr gesagt, naja, das ist theoretisch kein Problem für mich, dass ich so lange warten muss. Aber wenn ich jetzt wieder Kopfschmerzen habe und leide und mich übergeben muss und die ganze Nacht nicht schlafen kann, dann wäre das halt schon geil, so Migräne-Tabletten zu haben. Und dann sagt sie, ja, ja schon, aber das wissen sie ja, wenn sie akute Schmerzen haben, akute Probleme, dann können sie natürlich sich ins Wartezimmer setzen. Ja. Ja, habe ich ihr gesagt, dass ich, wenn ich das Wartezimmer sehe, gar keinen Bock drauf habe. Und dann haben wir beide so ein bisschen gelacht. Und heute war sie ganz nett. So manchmal sind die Schwestern so am Empfang ganz, ganz schwierig bei dem Arzt. Und heute war sie aber ganz gut gelaunt. Und ja, ich habe jetzt am 27.07. meinen Termin. Und dann klären wir die beiden Sachen ab. Und der Arzt, also hat sie auch reingeschrieben. Einmal Verdacht Kopfschmerzen, Migräne, ne? Und einmal Verdacht auf Histaminintoleranz. Ich habe das schon gelesen im Internet, der Arzt kann da gar nichts machen, weil es es gibt nichts, wo man es testen kann. Ne? Man kann es nur mit einer Ausschlussdiät machen und anschließend mit einer Provokation. Ich weiß gar nicht, ob der Hausarzt das dann macht oder ob er mich dann auch nur weiterleitet, aber das werde ich ja dann alles sehen. Und bis dahin weiß ich ja, also ich habe mich jetzt die Tage so gesund wie möglich, sag ich mal, weil die Lebensmittel, die wir da haben, die werde ich natürlich auch noch aufessen, ja, die für mich gekauft worden sind. Aber ich habe auch viele Smoothies und Säfte und Obst und Gemüse pur gegessen, ne? Also möglichst immer frisch gekocht. Ich koche jetzt auch nur noch wirklich 2 Portionen immer. Damit es alle wird, damit ich das Essen nicht aufwärme, also dass ich mich schon so ein bisschen an diese Histamin-Dings-Zeugs, was im Internet steht, halte, aber eine strenge Diät ist es einfach noch nicht. Genau, das wollte ich sagen. Beim Hausarzt muss man auch 2 Monate warten, ist aber irgendwie auch klar und ist ja okay. Und online kann man bestimmt Schadtermine finden und wenn man akute Schmerzen hat, setzt man sich natürlich ins Wartezimmer, ist ja logisch. Genau. Ja. Ozok ist wieder arbeiten und unterwegs. Wir hatten jetzt ein richtig schönes Wochenende und das war jetzt sehr anstrengend jetzt die letzten Wochen. Und wir warten, also gut, dass mit Fatis Wohnung gerade Pause ist, weil wir warten ja immer noch auf die Hausverwaltung. Wir haben jetzt nochmal nachgeschaut, also seit 5 Wochen meldet die sich nicht bei uns. Und wir versuchen es wirklich täglich, rufen wir einmal an, also manchmal schreiben wir eine E-Mail an die Hausverwaltung, manchmal rufen wir an und lassen das der Kollegin immer ausrichten, dass sie uns zurückrufen soll, aber was nicht ist, ist halt nicht. Wir hatten auch einen richtig schönen Tag mit Ozoks Schwester, da haben wir euch auch nicht so viel mitgenommen, beim Essen glaube ich gar nicht, aber das war wirklich sehr, sehr schön. Und nächsten Monat kriegen wir noch Besuch. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und wir machen auch ganz, ganz tolle Sachen hier in Berlin. Ich weiß, Ozok muss arbeiten, aber nachmittags ist er auf jeden Fall für uns da. Und macht auch alles gerne mit. Und ja, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Da plane ich auch viel Zeit wieder ein für uns einfach. Jetzt sind sie aber besonders laut, ne? Ich sag's mal so, Kita im Hinterhof, das ist wirklich das dümmste Projekt, was man machen kann. Hört ihr, wie laut es ist? Die sind nicht oft draußen, ne? Also so ist jetzt nicht, dass sie irgendwie oft draußen werden. Und im PC-Raum hören wir es ja auch gar nicht mehr. Es ist irgendwie in der Stube, hört man es halt. Aber es ist halt so krass durch diesen ganzen Hinterhof. Und ich glaube, das macht nur Berlin so, weil wir ja irgendwie Platzmangel haben. Ne? Und dann gab es irgendwann mal die Zwischenlösung, Kitas zum Hinterhof raus. Und es ist so die dümmste Idee, die es gibt, wirklich. Ich wollte euch noch zeigen, dass ich ganz fleißig bin beim Säfte aufbrauchen. Das ist nämlich der komplette Spinat vom Lidl mit 2 Nektarinen und einem Apfel. Und das schmeckt richtig, richtig lecker. Ich mochte das nie so richtig mit grünem Smoothie, mit so ein bisschen Spinat, weil das dann irgendwie ganz komisch geschmeckt hat. Aber diese
hauptsächlich Gemüsesäfte mit so ein bisschen Obst, damit das so, das schmeckt mir richtig, richtig gut, kann ich euch nur sagen. Und ja, das ist eingefroren, also es taute gerade auf. Das ist mein Frühstück heute, wenn es aufgetaut ist. Das kann man nämlich super gut einfrieren. Dann holt man es abends raus, stellt es in den Kühlschrank und dann ist es morgens fertig. Und dann hat man auch einen schnellen Snack zwischendurch sozusagen, so ein Saft finde ich sehr, sehr praktisch. Hält sich auch im Kühlschrank, aber das ist ja immer ein bisschen schwierig wegen den Vitaminen. Ne? Deswegen ist Einfrieren da die bessere Variante. Ich habe schon eine genascht. Die ist wirklich super lecker. Mhm. Anfang musst du aber wegschneiden hier, ja? Wenn ich hier losfahre. Das war scheiße sowas. Werte Zuschauer dieses wunderbaren Vlogs von der Mira. Die Dame hat gesagt, ich soll jetzt hier noch mal was aufnehmen für euch und ich soll mich entschuldigen, weil ich habe keine Ahnung, was passiert ist in der Zwischenzeit, denn ich war arbeiten. Also anders ist die Story richtig. Eigentlich wollte ich nach der Arbeit direkt zum Currywurstmann fahren, um das nächste Food Review zu drehen zu dieser Schärfe-Challenge, weil heute ist Stufe 2 dran. Ich habe aber meinen Schärfepass zu Hause vergessen gehabt. Das heißt, ich habe die GoPro, die Kamera, umsonst mit auf Arbeit genommen. Und die Mira konnte damit heute den Vlog nicht drehen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mit dem Handy das aufgenommen hat oder mit der großen Kamera oder ob sie das, wie sie das gemacht hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist entsprechend die Qualität des Anfangs des Videos nicht so doll, als wenn sie jetzt mit dieser wunderbaren GoPro aufgenommen worden wäre. Und da möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen, oder soll ich machen? Also habe ich jetzt gemacht so, entschuldigen Sie, werte Zuschauer, ja, dass ich arbeiten musste und den Schärfepass vergessen habe. Nee, ich fahre jetzt wirklich gerade zum Wurstmann hin, weil ich wollte das heute noch fertig drehen und ich wollte es heute auch noch online stellen. Was ich euch aber noch erzählen kann, was übelst lustig und cool war, ich war heute Morgen noch bei der Käsefee. Wir waren ja auf dem Polterabend von ihr und ihrer Frau hier eingeladen am Wochenende. Das hattet ihr vielleicht auf Instagram gesehen bei der Mira und mir. Wenn nicht, dann folgt ihr uns noch nicht auf Instagram und das ist natürlich sehr, sehr schade. Deswegen, Mira, mach doch bitte jetzt einen Einblender für deinen Instagram-Account, damit die Leute, die uns noch nicht gefollowt sind, da dir folgen können, damit sie auch alle Dinge früher sehen. Das wäre jetzt zum Beispiel sehr, sehr klug. Ja, und um die Geschichte zu Ende zu erzählen, von dem Polterabend, was ein wirklich sehr, sehr schöne Feier gewesen ist und allem drum und dran, da war noch Torte übrig, denn die Käsefee, die hat von, ja, einem ihrer Gästen, von einer Freundin, die halt, wir waren ja ganz viele eingeladen, war ja auch ganz viel Geschenke und, ja, ich sag mal Hochzeitsgeschenke so ein bisschen, ist ja Polterabend gewesen, da hat sie eine, ja, kann man so sagen, eine Tittentorte gekriegt. Also eine Torte in Herzform, aber was so ein Ausschnitt ist, also wo zwei Brüste drauf gewesen sind. Und davon war noch eine Brust übrig und die habe ich heute Morgen bekommen. Die habe ich mitgenommen auf Arbeit, weil ich habe der Käsefee Dinge gegeben. Also so eine, ich weiß gar nicht, so eine Stoffgardine, die hatte die Mira extra umgenäht für den Caravan von denen. Und ja. Da habe ich die halbe Brust sozusagen gekriegt hier, so eine Kuchen halt, so eine Brustkuchen. Und den habe ich heute auf Arbeit verteilt und weil ja in meiner, also in der Firma, wo ich arbeite, bei mir auf Arbeit, da sind halt nur Kerle, da habe ich das bei uns in die Gruppe gepostet, in die Technikergruppe. Hey, hier ist Kuchen in der Küche, ihr könnt euch alle bedienen. Und dann kam erstmal die Frage auf, was ist das denn für perverses Zeug, was hier steht? Das ist ja cool, haben sich alle drüber gefreut. Also möchte ich nochmal betonen, vielen Dank, also liebe Käsefee, falls du das hier sehen solltest. Danke für den Brustkuchen, ist sehr gut angekommen, ja, also... Haben alle Männer gefeiert. Ja, und jetzt würde ich sagen, übernimmt die Mira wieder, weil ich muss jetzt nur noch zum Wurstmann fahren und der ist da vorne. Jetzt muss ich mich aufs Autofahren konzentrieren. Bis später. Tschüss. Der Schärfepass Stufe 2 ist geschafft. Wir haben die zweite Sorte gegessen. Die war auch richtig gut, muss ich sagen. Die hat so tropisch nach Barbecue geschmeckt. Also es war eine Barbecue-Chili-Soße und war auch nicht übertrieben scharf, muss ich jetzt sagen. Also habe ich nicht so empfunden. Aber seht ihr alles bei mir auf dem Food Review, kommt natürlich auf Osorg Mega ist online, kleine Einwerbung hier an der Stelle. Mira, blende den Kanal ein, das ist ganz wichtig, damit mehr Zuschauer meine Wurst sehen. Ja, und jetzt fahre ich wieder zurück und dann nimmt die Mira natürlich wieder den Vlog. Hallöchen, es ist der nächste Tag, gestern haben wir nichts mehr gevloggt. Bin gerade nach Hause gekommen. Und das ist die Schüssel, die ich jetzt essen werde. Nein.
Vielleicht lasse ich ein bisschen was übrig für Ossa. Der kommt dann 3 Stunden ungefähr nach Hause von Arbeit. Und ich habe hier so ein extra Schälchen wegen dem Kern. Manchmal stelle ich mich dann so eine halbe Stunde in die Küche und pull alles raus, bevor ich es in die Schale mache. Aber jetzt habe ich keine Lust, habe jetzt Hunger. Ich wollte euch sagen, dass ich eine Lottogewinnerin bin. Ja, tatsächlich haben wir gespielt einmal. Ist eigentlich auch voll die lustige Geschichte. Und ich spiele hier neben meinem Herzen und ich muss jetzt meine Karten aussuchen. Sorry. Genau. Und tatsächlich haben wir gewonnen. Also nicht so viel, ja, sage ich euch am Ende des Videos. Ich wollte euch jetzt nicht so lange zuquatschen, aber ich möchte noch ein ordentliches Ende machen. Und zwar habe ich mein E-Bike bestellt. Und ja, mich haben ja einige angeschrieben. Und ich habe mit einigen von euch privat gesprochen. Auch in meinem privaten Umkreis auch. Und zwar, worauf man alles achten sollte, etc. pp. Thema E-Bike-Kauf, ja. Ich habe ja gesagt, ich möchte auch ein bisschen mobiler sein und möchte mir ein E-Bike kaufen, damit ich auch von alleine von A nach B komme. Ich habe ja keinen Führerschein, drum bleibt eigentlich nur ein E-Bike und einen Scooter habe ich hier unten im Keller, diese mit Straßenzulassung. Aber da kann ich nichts transportieren, das finde ich total doof. Also ich hatte den ja auch lange Zeit benutzt, ne? Aber jetzt finde ich ihn halt irgendwie doof und ich möchte wieder ein E-Bike haben, weil ich finde es praktischer einfach. Auch mit dem Anschließen zum Beispiel ist ein E-Bike viel praktischer. Aber ja, jedenfalls habe ich es jetzt bei Lidl bestellt mit diesem coolen Riemenantrieb, wo wir so geflasht waren beim Fahrradladen. Und ja, bin sehr, sehr happy. Lidl liefert innerhalb von 5 Werktagen. Also ich habe es Freitag bestellt und es kommt, ich habe es Samstag bestellt und es kommt Freitag an. Muss jetzt also nicht mehr lange drauf warten und eben habe ich die Versandbestätigung bekommen. Mega cool. Wirklich mega cool. Freue ich mich wirklich sehr drauf. Und als ich das im Lidl Online-Shop ausgesucht habe, durfte ich mir, ihr kennt es, wenn man sich so einen Wunschgutschein aussuchen darf, ne? Und meistens klicke ich das einfach weg, weil für die meisten Sachen sind wir einfach zu geizig. Und ich habe es Ozark aber kurz gezeigt. Und Ozark ist was ins Auge gesprungen, und zwar Lotto. Also durften wir Lotto spielen für 1,60 Euro statt 6,60 Euro, 5 Felder. Und haben wir gemacht und tatsächlich haben wir gewonnen. Deswegen, weil ich das E-Bike gekauft habe, haben wir den Wunschgutschein bekommen, haben wir Lotto gespielt für 1,60. Normalerweise spielen wir nicht, weil ja, der Hersteller, also Lotto gewinnt immer, ne? Also man muss da schon sehr viel Glück haben. Und es ist aber nicht so viel, es sind 10,60 Euro, 10,50 Euro. Also wir haben 3 richtige tatsächlich, 3 richtige. Und ja, keine Ahnung, wie das jetzt mit der Auszahlung funktioniert. Aber schon cool, das wollte ich sagen. Also ich bin eine Lottogewinnerin. Und mein E-Bike kommt am Freitag. Und ich werde mich jetzt um die Melone kümmern. Aber wenn euch das Video gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Die Melone freut sich drüber. Und wir freuen uns alle noch mehr darüber, wenn...
see.